Dann fliegen wir doch mal erstmal direkt zu den Forschungen und bauen da den Kram. Und danach machen wir den restlichen Quatsch. Ich habe natürlich nichts mitgenommen, um irgendwelche Gesang aufzubauen. Ist ja logisch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Kopf vielleicht schon im Abend ist. Wer weiß, wer weiß. So, dann machen wir es halt so und so. So. Habe ich wenigstens. Ja, ich habe Ladegeräte dabei, das ist gut. Ich will hier also haben Titan und ich will hier haben Organic Crystals, Demand, Demand. Titan und Organic Crystals. Ich habe auch keine Strompfeile oder sonst irgendwas dabei. Warum sollte ich auch? Ich habe auch keine so. Ach, ich hält. Ach, und was ich natürlich noch hier haben möchte, sind die Teile, die Mant. Das heißt aber, ich brauche noch einen Turm. Gut, dass ich eh nochmal zurückfliegen muss. Die will ich mitnehmen. Die sowieso. Den Quatsch kann ich auch mal mitnehmen. Zack, zack. Und davon brauche ich jetzt gerade nichts. Den nehme ich mal mit. Doch, ich habe sogar noch vier Türme rum, die nicht hält. Ich habe so lauter Quatsch dabei. Den ich einfach irgendwo rumliegen lassen, ne? Irgendwann ist eigentlich viel, viel besser aufgehoben. Aber gut, ist ja, man muss ja nicht. Man kann auch einfach Ressourcen irgendwo rumliegen lassen und dann später, wenn einem die Ressourcen ausgehen, feststellen, so, ach, das hätte ich ja gebrauchen können. So. Die Teile sind jetzt erstmal weg. Du kriegst erstmal Stahl zur Verfügung. So, Titan hier rein. Stellen wir zwei Teile hier hin. Es wird keine Superproduktion, aber es wird ein bisschen was. Wie war das noch mit Shift-Links-Gig? Ja. Den möchte ich nicht verschwendet haben. Das gleiche machen wir dann hier. Hier funktioniert es nicht, oder? Doch. So, das kommt. Energetik Graphit kommt da raus.
Sehr schön. Dann können wir das noch fix an einen Tower hängen. Dann bauen wir noch die Organic Crystals auf. Und dann hätten wir da oben den Tower noch mit Strom versorgen können. Dann wäre ich eigentlich super gut gewesen. Aber ich erwarte ja schon quasi nichts mehr von mir. Reicht dir das für Strom? Ja, das reicht dir. So. Da drüben haben wir unser Energetic Graphit. Das bauen wir jetzt auch noch schnell um. So. Den brauchen wir nicht. Ich glaube, du musst auch mal kurz weg. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist mehr Fundament. Das da hinten irgendwo rumliegt. Ah. Quote 54 heute ist ein Fun Fact. Ja, ist zwar ein neuer Tag, aber echt jetzt Bot. Ja, ich glaube, der Bot, was auch über ihn vorgeht. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Bot los ist, dass er ständig Funfacts machen muss. Zack. Der kommt dahin, der dahin, der ist falsch. Du kommst da weg. Habe Fundamente falsch gelegt. Zack, zack. Da kommt Fundamente hin. So. Okay. Der ist noch falsch. Dann fundamentieren wir das. Na komm. Da rein. So. Der Kram wird da geliefert. Der Kram hier will benötigt werden. Hier kommt die Kohle raus. Hier wird aber auch das Zeug mit rausgeliefert. Und die Kohle geht da rein. Währenddessen muss das Zeug hier halt außen rum. Na, ich will es da oben anschließen. Komm, lass dich da anschließen. Geht doch. Ja. Dann machen wir das noch so. Vielleicht machen wir da auch noch sowas draus. Dann passt das hier auch wieder. Gut, hier liefert gerade aktuell keiner Kohle oder so. Aber das ist ja jetzt erstmal egal. Dann haben wir das Energetik-Graphit. Was natürlich eher doof ist, dass das hier alles wieder eins zu eins rausgeht. Wir produzieren also quasi nicht genug davon. Ah, okay.
müssen also noch ein Kohlefeld anschließen vielleicht. Was halten wir denn von diesen beiden Feldern hier? Zack. Da rein, da rein. Ich sehe nichts. Danke, dass du mir sagst, dass ich was erfunden habe. Aber ich sehe nichts. So. Ich glaube, ich sollte jetzt noch ein paar platzieren. Hier sagen wir Kohle Supply. Damit es ein bisschen schneller geht, gibt es ja noch 5 Strom. Und hier noch einen Strom. Weil dann kann da drüben, ist glücklicherweise ein relativ kurzer Weg, hier die ganze Zeit Kohle reingeschubst werden. Und in dem Moment wird hoffentlich ein bisschen was mehr von dem Energetic Refit produziert. Kommen wir zu unserem Haupttask, den ich eigentlich machen wollte. Ich habe... ich habe Chemiedinger da, das ist sehr gut. Ich wollte produzieren Organic Crystals. Aus Plastik, sehr organisch. Ich glaube, den setze ich hier einfach drunter. Den setze ich, glaube ich, einfach hier drunter. Das stört mich jetzt einfach gar nicht. Schönes Feature wäre auch, wenn er automatisch die Höhe anpassen würde. Also wenn man automatisch sagen könnte, okay, da ist ein so und so, da ist Land oder so. Halt. Ich habe doch eben gelernt, erst das so eins platzieren und dann den Rest. So. Du brauchst Organic Crystals, brauchst du drei Eingabesachen, okay. Ich brauche hier hinten auf jeden Fall einen Tower. Und der ist jetzt ein bisschen oft platziert, weil hier das Plastikzeug drin hängt. Aber sei es drum. Beim dritten mache ich jetzt auch einen Stilbruch. Ich will ja raus haben, Dora 2, Dora 3, weil hier reinkommen und auch gerne Crystals, dann Plastik und Öl. Diamanten, Diamanten. Öl wird hier drüben hin und her geschubst, sehr gut. Da das noch nirgendwo am Drohnennetz dranhängt.
Brunnen rein. So, der kommt da rein, der kommt da rein, der kommt da rein. Nicht zu vergessen, wir brauchen ja noch eine weitere Line. Die bauen wir jetzt mal in die andere Richtung. Ach, ich habe mal wieder keine Energie. Wer hätte das erwartet? Ladetower. So, und da drüben haben wir dann Wasser. Deswegen habe ich es hier hingestellt. Jetzt habe ich meinen Tower natürlich genau in die falsche Seite, Ecke gebaut. Na egal. So. Ah, okay. Das Bett muss erst zu Ende gebaut werden. Aber dann haben wir auch die Organic Crystals, die wir produzieren, die, die man theoretisch auch irgendwo auf dem Planeten graben könnte, wenn man denn einen Planeten in der Nähe hätte, wo es so etwas gibt. So, nein, falsche Richtung. Der Greifer soll Dinge reinziehen und nicht rausziehen. Ah, da passt er nicht mehr. Alles klar. Dann machen wir es so. Na komm. Das muss korrigiert werden. So. Strom, Strom, Strom. Stellen wir hier mal ganz kurz den Strom hin. Laufen wir hinten zum Band, dann geht es nämlich schneller. Wie man sieht, wir haben jetzt schon eine ganze... ein ganz kleines Schwärmchen von Drohnen mit uns. Das wird von Mal zu Mal immer besser. Und sie werden schneller und es ist wuseliger und überhaupt. Und damit wird auch da das Wasser hin und her geschubst. Genau, das sind, glaube ich, die interstellaren. Genau, die interstellaren Drohnen. Sehr schön. Die wir beim nächsten Mal dann auch bauen müssen. Weil ich denke mal, dadurch, dass wir jetzt die gelben Forschungsmatrizen automatisiert haben, ist das jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir eine große Ehre. Wir haben jetzt, glaube ich, so um die fünf Stunden gespielt. Plus, minus ein paar Minuten. Und dementsprechend freue ich mich drauf, euch am Montag wiederzusehen, wenn ich weiterspiele. Voraussichtlich wird das so irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr. Kommt drauf an, wie und wann wir dann tatsächlich essen. Das weiß ich jetzt spontan nicht. Kann früher sein, kann aber auch später sein. Also von daher. Genau. So, ich suche euch jetzt noch mal jemanden, der euch übernimmt.
und wünsche euch da viel Spaß. Schlaft alle herrlich gut, habt ein schönes Wochenende, ein paar frohe Feiertage und wir sehen uns am Montag wieder. Tschüss.